Hattet ihr schon mal diesen Gedanken, diesen innigen Wunsch, euer Lieblingsspiel aus der Kindheit noch einmal von vorne zu spielen? Einmal alles zu vergessen, das erste Mal wieder ein Starter-Pokémon-Kristall auszusuchen, nochmal den ersten Block in Minecraft zu platzieren oder noch einmal die Freiheit in GTA San Andreas zum ersten Mal zu erleben, um dieselben Emotionen und dieselbe Freude, die man damals vor dem alten Bildschirm hatte, zu verspüren? Nun, auf eine gewisse Art und Weise hatte ich das große Glück, in dieser Lage zu landen. Nicht, weil ich Männern in verdächtig maßgeschneiderten schwarzen Anzügen ein ca. 25,4 cm langes Stück Aluminium aus der Jacketttasche geklaut habe, sondern weil ich, ohne es zu merken, eine massive Lücke in meiner Gaming-Historie hatte. Und deswegen geht es heute um kein geringeres Spiel als Need for Speed Most Wanted. Es sind die frühen 2000er und EA bringt Banger nach Banger raus. Need for Speed Underground, detailliertes optisches Tuning, Leistungsverbesserung, übertriebene Lackierung und Decals, ikonische Autos, die den Puls der Tuningkultur der Zeit treffen und eine Karriere mit, zumindest für das 14-jährige Ich, fordernde Rennen. Unzählige Stunden flossen in meinen AX7 und später den Skyline und eine Kindheitserinnerung nach der anderen wurde geschaffen. Need for Speed Underground 2. Alles, was den ersten Teil gut gemacht hat, aber mit dem Kaufargument schlechthin für die Zeit noch obendrauf, einer frei befahrbaren Welt, in die ich mit einem Kumpel jedes Mal, wenn wir uns trafen, so tief eintauchte, dass es mir vorkam, als würde ich wirklich mit einem 350Z durch Bayviews brunnengeschmückten Kreisel fahren und Fotos für Zeitschriftencover machen und vor allem mit einem Snoop Dogg. Direkt danach der Community-Favorit Need for Speed Most Wanted. Lieblingsspiel vieler Rennspielfans, die bis heute von dem Teil schwärmen, das für mich vor allem durch eines im Kopf hängen geblieben ist. Ich habe es irgendwie nie gespielt. Die Worte Need for Speed bedeuten, denke ich, je nachdem in welchen Jahren deine Eltern es aufgegeben haben, dich vom PC oder der Konsole fernzuhalten, sowieso für jeden etwas anderes. Für mich, als in 1997 geborenen Jungen, der im PC-Zimmer mit einer äußerst legal erworbenen Need for Speed Underground 2-Version vom Freund eines Freundes Cousins und einer Mediamarkt-Version von Underground 1 saß, bedeuteten diese Worte aber vor allem eines: Nostalgie. Und da sollte Most Wanted aus heutiger Perspektive eigentlich doch dazugehören. Aber trotzdem spielte ich es irgendwie nie. Nicht nur bei mir zu Hause. Auch bei diesem einen Freund, der die PS2 hatte, nicht. Auch nicht bei diesem anderen, der eine Xbox besaß. Irgendwie hat dieser Teil es trotz meiner tiefen Begeisterung für die beiden Vorgänger geschafft, sich gänzlich meiner Aufmerksamkeit zu entziehen. Auch im Internet habe ich fast nie Videos zu dem Spiel gesehen oder Content konsumiert. Alles, was ich im Kopf hatte, waren der blau-silberne BMW und ein gelblicher Nebel, in den das Gameplay gehüllt zu sein schien. Und auch wenn man ja immer eher dazu tendiert, alte Spiele etwas besser und vor allem schöner, als sie es eigentlich waren, in Erinnerung zu behalten, war ich, als ich das vor kurzem erst so richtig realisierte, extrem interessiert daran, dieses 18 Jahre alte Spiel nochmal rauszukramen und neu zu erleben. Und da ich mir vorstellen kann, dass es in 2023 bestimmt einige unter euch gibt, die Most Wanted, genauso wie es bei mir die Underground-Teile sind, erneut zum ersten Mal spielen können würden, dachte ich mir, nehme ich euch doch mit auf meine Reise durch meinen persönlichen Ersteindruck von dem 2005er-Klassiker Need for Speed Most Wanted. Um zu gucken, ob es in einer Welt von millionenfach gespielten Online-Spielen und VRAM-auslassenden Realitätsträumen, die wir 2023 nennen, mithalten kann, oder ob das doch alles nur eine Illusion gefüttert durch Realitätsverzerrungen, Nostalgie und Erinnerungen leichtere Tage war. In diesem Video wird übrigens eines sehr an diese Nostalgie erinnern, die Soundtracks des Spiels. Vor allem werden die aber auch YouTube an die Existenz von Copyright und die daran geknüpfte Demonetarisierung dieses Videos erinnern. Dieser Gedanke schwamm schon von Anfang an in meinem Kopf herum, aber nun ja, wisst ihr, was auch schwimmt? Schiffe. World of Warships. Du willst Schiffe fahren? Okay, aber was, wenn du über 500 historische Schiffe fahren könntest, um in teambasierten Seeschlachten deine eigene Geschichte zu schreiben und jedes verdammte Schiff mehr auseinanderzunehmen, als New Jeans Songs seit Wochen meine Synapsen auseinandernehmen? Und das auch noch for free? Fünf wunderschöne, unverwechselbare, individuelle Klassen. Zerstörer schlagen nicht nur mit Wucht in die Hülle eurer Gegner ein, sondern auch in eure Herzen. Kreuzer durchkreuzen die Essenspläne, Schlafrhythmen und Lungenarterien von Kontrahenten. Battleships. Wie der Name sagt, battlen die. Und zwar nicht nur Depressionen, sondern vor allem eines. Ships. Flugzeugträger tragen Flugzeuge, die Hoffnung eures Teams und bestimmt mindestens auch einen Typen, der Wolfgang heißt. Und auch U-Boote. Entgegen der leicht zu treffenden Fehlername sind es nicht bloß Boote, die unter Wasser sind. Nein, dann würden die ja untergehen.
ne? Sondern spezifisch entwickelte Maschinen, die ein nochmal ganz neues Spielerlebnis in World of Warships reinbringen. Also, was hält euch davon ab, jetzt den Code WARSHIPS zu benutzen, um euch ein riesen Starterpaket im Wert von 25 Euro zu holen und 500 Dublonen, 7 Tage Premium, 2 Millionen Credits und noch mehr einfach so zu bekommen? Ich hoffe absolut gar nichts. Außer vielleicht dieses Video. Aber danach könnt ihr ja loslegen. Nicht? Vor einem Monat installierte ich Most Wanted also das allererste Mal auf meinem PC und direkt wurde ich mit dem wohl am lautesten 2000er schreienden Intro der Welt begrüßt. Wer auch immer damals dachte, dass diese Outfits cool waren, eins muss man den Sequenzen lassen, sie catchen mich wahrscheinlich mehr, als jede Animation auf dem damaligen Stand es auch nur annähernd hätte können. Und in meinem Raytracing-verseuchten Gehirn entsteht zumindest ein Quäntchen-Immersion. Direkt zu Beginn fährt man tatsächlich auch sofort das eine Auto, von dem auch ich trotz meiner Abstinenz von diesem Teil etwas mitbekommen habe, den ikonischen BMW M3 GTR. Selbstverständlich dürfen wir diesen aber nicht sofort behalten. Nein, denn wir kommen sofort mit dem Kernspielprinzip von Most Wanted in Kontakt, der Blacklist. In Most Wanted fährt man gegen Fahrer der Blacklist, super krasse Typen und Mädels mit super krassen Autos, um ihre Gefährte und den Spot auf der Liste zu bekommen, um selber die Nummer 1 zu werden. Wir versuchen uns in der Intro des Games an der letzten Nummer auf der Liste und wir sind eigentlich auch haushoch überlegen, doch unser Auto wird manipuliert, verreckt auf halber Strecke wie ein Kamel, das vor der Wüstenwanderung vergessen hat zu trinken und unser Auto ist weg. Unser Kontrahand Razor übernimmt kurzerhand mit unserem Auto die gesamte Liste und jetzt stehen wir wieder ganz am Anfang und wollen selbstverständlich nur eines. Ein Fiat Punto mit brachial übertriebenen Heckspoiler. Und vielleicht auch Rache. Und die bekommen wir, indem wir die gesamte Liste von unten aufrollen und uns unser Auto zurückholen. Daher ist unsere Freundin Mia aus dem Intro auch wieder da und erklärt uns tutorialartig, aber immer noch chilly, milly und lässig und knorke, wie man in 2005 wahrscheinlich gesagt hat, das Ziel, nach und nach einen Blacklister nach dem anderen aus dem Weg räumen und das schaffen wir, indem wir auf uns aufmerksam machen. Dafür müssen wir, natürlich, Rennen gewinnen und mit der neu eingeführten Polizei Fickerei betreiben. Und so geht das Spiel los. Alles ist, wie ich es von früher kannte. In der Welt sucht man sich ein Rennen raus, diese starten mit einer komplett übertriebenen kurzen Cutscene, ein für die Zeit ikonisches Lied fängt an zu spielen, alle reffen böse den hoffentlich aufgewärmten Motor hoch und Start. Drei Runden oder ein Sprint, mal ein Checkpoint-Rennen oder Blitzer auslösen, alles mit höchster Spannung und einem für mich persönlich fantastischem Handling, in dem ich nicht das Gefühl habe, dass mein Auto 10 Tonnen wiegt. Zwar noch alles ganz gemächlich zu Beginn, aber so ist das halt, wenn einem der BMW weggejoint wird. An das Spiel gewöhnte ich mich recht schnell und so erkundete ich erstmal nach und nach Features und Eigenarten, die ich aus Underground 1 und 2 nicht kannte. Der Hauptunterschied zu anderen alten Teilen, der mir sofort auffiel, war, dass ich diese frühe 2000er Grafik immer in einem Nachtszenario gewohnt war. Zwar fallen mir die etwas polygonarmen Bäume am Straßenrand kaum auf, aber trotzdem sieht man sie jetzt halt. Die Interaktion mit dem neu dazugekommenen Element des Spiels der Polizei sind am Anfang des Games irgendwie sehr simpel. Manchmal kommt ein Polizeiauto, egal ob in einem Event oder in der Open World, und man muss sich literally anstrengen, das Polizeiauto nicht sofort zu zerstören und die Verfolgung wieder zu beenden. Trotzdem führt die Polizei aber immerhin dazu, dass man vor ihr wegfahren muss, und das wird ganz schnell auch zum Hauptfaktor, der mich die Open World hat erkunden lassen. Denn neu in Most Wanted kam auch Fast Travel dazu. Und ich bin ehrlich, klar, ich kann zu jedem Rennen hinfahren, aber eben kurz B drücken, Rennen auswählen und los geht's, ist mir in meinem ADHS-Gehirn 10.000 Mal lieber und dadurch bin ich dann doch kaum in der Open World unterwegs. An der Stelle finde ich es aber auch durchaus plausibel, mein Alter als ausschlaggebenden Faktor für dieses Empfinden zu akzeptieren. Denn wenn ich so drüber nachdenke, habe ich früher auch Stunden damit verbracht, auf dem Autobahnring von Underground 2 Topspeeds aufzubauen, nur um dann absichtlich in Vans reinzucrashen und Familienurlaub ruinieren zu schreien. Ja, ich weiß auch nicht. Und bevor es jemand anprangert, ja, ich spiele dieses Spiel mit Tastatur. Ich habe auch alle anderen Need for Speed-Teile als auch alle anderen Rennspiele mit Tastatur gespielt. Irgendwie fühlt es sich für mich einfach richtig an und früher hatte man ja auch keinen Controller für den PC, also ist das hier alles Teil des authentischen Nachempfindens. Habe ich jetzt beschlossen. Während man also mit mehr und mehr Mechaniken im Verlauf des Early Games konfrontiert wird, kam die Nostalgie für mich witzigerweise durch das wohl fundamentalste Teil eines Rennspiels wieder auf und gab mir direkt mehr Glücksgefühl als die letzten 10 Jahre League of Legends spielen zusammen. Ein deutlicher, nachvollziehbar und sich belohnend anfühlender Unlock-Prozess. Hier Auto. Auto kostet Geld. Geld, wenn Rennen gut. Wenn du Geld, dann Upgrade Leistung, Upgrade Aussehen oder neues Auto. Aber Auto bekommen nicht einfach. Auto teuer. Nicht jedes Auto dein Auto. Neues Auto besonders. Wenn ich an meine modernste Rennspielbegeisterung, nämlich Forza Horizon 4 bzw. 5 im Vergleich denke, denke ich als erstes daran, wie man in diesem Game mit Autos überschüttet wird. Es scheint einfach nie aufzuhören. Das macht dieses Spiel auch irgendwie aus, deswegen ist es auch gar nicht unbedingt vergleichbar. Aber die Besonderheit, die ich hier direkt zum Anfang jedem Auto zuordne, hat irgendwie etwas Magisches. Genauso magisch wie auch der überdimensional große Heckflügel an meinem Fiat Punto, für den ich mich zu Start entschieden habe und den ich übrigens in feinster Dorftuner-Manier noch vor dem ersten Leistungsupgrade gekauft und angebracht habe, weil der bringt ja auch Downforce und macht es schneller,
Wirklich, Mama, ich fahre ein Sportauto und nein, Mama, ich kann nicht mit dem Monstertrinken aufhören, das ist ein Lifestyle. Im Rahmen des Kaufs dieses Spoilers ist mir leider auch aufgefallen, dass das optische Tuning etwas runtergefahren wurde. In den Underground-Teilen konnte man ja wirklich jedes Teil einzeln auswählen, jetzt beschränkt sich das System zumindest, was die Karosserie angeht, auf Bodykits, Spoiler und Motorhauben. Immer noch mehr als ausreichend und ehrlich gesagt sehen die Ergebnisse teilweise immer noch ansprechender aus als manche Tuning-Funktionen in modernen Rennspielen, aber im Vergleich zu den Underground-Teilen bleibt es nicht aus, einen Unterschied zu bemerken. Ansonsten verläuft das Spiel aber ziemlich genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Nach und nach baute ich mir Erfahrung und Ruf auf, die ich auch brauchte, um die neuen Blacklister herauszufordern, indem ich erst mit meinem Fiat Punto Rennen gewann und vor der Polizei entkam. Mit der Auswahl an Startwagen war ich irgendwie unzufrieden, muss ich sagen. Da war mir der Civic in Underground 1 deutlich lieber, was aber auch generell daran liegen könnte, dass ich mich ein paar Jahre vorher in der Autokultur verankert fühle, was sich unter anderem im späteren Spielverlauf dadurch bestätigte, dass ich mich extrem auf die Freischaltung des Mitsubishi Eclipse gefreut hatte, als ich den Namen des Autos sah, bloß um, als es soweit war, zu merken, dass diese Abomination wirklich nichts mehr mit dem Eclipse aus Underground 1 zu tun hatte und der Käse war auch schon an der Innenseite festgeschmolzen. Und so dauert das auch nicht lange bis zu dem ersten Blacklist-Gegner. Der wurde mit epischer und eindrucksvoller Einführungsszene vorgestellt und dann gilt es, zwei Rennen im direkten 1v1 zu gewinnen. Das war aber doch etwas einfacher, als ich erwartete, denn ich hatte es zwar schon vorher gerochen, aber boy, fliegen hier Gummibänder durch die Gegend. Rubberbanding schien mir im Early Game von Most Wanted insane zu meinem Vorteil zu verlaufen. In der letzten Runde des ersten Rennens gegen den GTI etwa baue ich nicht weit von der Ziellinie einen der wenigen Unfälle, denn zivile Autos gibt es auch irgendwie nur kaum zu Beginn. Und nachdem mein Gegner dadurch locker an mir vorbeizieht, hole ich ihn plötzlich auf der nächsten Gerade wieder ein. Manchmal bremsen Gegner, die vor mir sind, auch unerklärlich einfach so und lassen mich aufholen. Das nimmt auch nach dem ersten Blacklist-Gegner, dem wir prompt sein Auto abnehmen, nicht ab. Zwar muss ich mal einen Rundkurs neu starten, weil ich auf dem zweiten Platz lande aufgrund eines groben Fehlers, aber alles in allem fühlt es sich alles bewältigbar und linear. So, und an dieser Stelle des Spiels und des Skriptes ist mir irgendwie was aufgefallen. Irgendwie ist es fast schon so, als will ich dieses Spiel kritisch sehen. Als will ich es vergleichen mit modernen Standards. Und ja, wenn man ein Spiel von 2005 und eins von 2023 in 2023 anguckt, wird man zwangsweise immer irgendwas zu meckern finden, egal wie gut das Spiel für dessen Zeit war. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, haben wir uns damals als Kinder Gedanken gemacht, wie leicht es war, ein Rennen zu gewinnen? Oder warum ein Computergegner vor uns bremst? Oder warum der Baum am Fahrbahnrand etwas eckig aussieht? Fuck no. Wir haben uns bekeckt, wenn Autos sich überschlagen. Vermutlich hat man in diesem Spiel auch 10.000 Mal diesen Donut runtergerissen und es fühlte sich jedes Mal wieder gut an. Man hat Polizeiverfolgung zum Spaß gemacht und bis zur Grenze ausgereizt und ein Auto nach dem anderen in die Garage gepackt, um sie alle unterschiedlich zu tunen. Am Ende, wenn man nach 2 Stunden wieder vom PC weggezogen wurde, dann hatte man nichts anderes im Kopf, außer wie man beim nächsten Mal, wenn man spielen darf, genau das gleiche nur noch größer, besser und cooler machen kann. Und als mir die Rennen zwischen dem ersten und zweiten Blacklist-Gegner beinahe schon die Lust nahmen zu spielen, weil ich alles durch meine dummen, pseudo-erwachsenen Augen betrachtete, ich aber so überzeugt von dem Ruf des Spiels und all den Leuten da draußen, die auf Most Wanted schwören, war, war ich eher davon überzeugt, etwas falsch zu machen, als dass das Spiel wirklich das Problem ist. Also beschloss ich, die pseudo-erwachsenen Augen zuzumachen und einfach zu spielen. Nicht dran denken, was ich noch machen muss, wenn ich das Spiel schließe. Nicht irgendwelche Gedanken machen, ob man vergessen hat, was zu erledigen. Einfach Rennen starten, fahren und die Musik genießen. Und boy, das war eine Veränderung. Ich weiß nicht, ob nur ich es geschafft habe, mir Spiele mit dieser Einstellung anscheinend ungenießbar zu machen über die Jahre. Wenn ja, entschuldigt bitte, dass ich euch gerade einen ganzen Absatz lang eine private Psychoanalyse schön geredet habe. Aber als ich mich einfach nur auf das Spiel einließ, entwickelte es plötzlich einen Flow, den ich so lange nicht mehr gespürt habe und einfach nur genießen konnte. Der nächste Rivale mit einem Toyota Supra stand an und ich bekam den Fahrzeugschein. Das Ding wurde unfassbar schön aufgewertet und ein Rennen nach dem anderen mit ihr gewonnen. Leistungsupgrades regneten auf die limettengrüne Karosserie herunter und ehe ich mich versah, war das Teil so schnell unterwegs, dass jedes Rennen ein einziger Trip wurde und Rivale nach Rivale fiel. Bald hatte ich so viel Geld zusammen, dass ich mir ein Evo holen konnte. JDM-Autos sind für mich sowieso das Nonplusultra, passte also. Aber ich hatte nach so vielen Rennen trotzdem nur genug für das Auto selbst. Für das Tuning musste ich weiter mit dem Supra Geld machen. Als das getan war, kam der beste Part, ein neues Auto komplett frisch ausstatten und das erste Mal mit dem komplett customizten Wagen aus der Garage fahren und zu hören, wie er jetzt klingt, als auch zu merken, wie absurd schnell das Teil geworden ist. Nur weniges hitte den Need for Speed-Teilen so sehr wie dieses Gefühl. Plötzlich fing auch das Polizeisystem mit dem Heat-Level an Sinn zu machen. Denn für Bounties, also quasi Schaden, den ich anrichtete, war der Lancer quasi nutzlos, da die Polizei das Auto noch nicht kannte und sich daher kaum für mich interessierte. Aber wenn die Limettenschleuder rauskam, war plötzlich ganz Rockport in hellster Aufruhr und hat verzweifelt versucht, Saft zu pressen. Verfolgungen wurden plötzlich zu Schlachtfeldern mit 20 Autos gegen einen, in denen ich mehrfach beinahe erwischt werde und nur um ein Haar verhindere, dass mein Auto eingesammelt wird. Zurück bei den Rennen nach erfolgreichen Entkommen setzt der Lancer neue Bestzeiten und hangelt sich an den Blacklist-Mitgliedern entlang. Diese bieten ein echt wundervolles
volles Checkpoint-System. Nach jedem besiegten Gegner werden neue Autos, Rennen und Tuningteile freigeschaltet, immer gibt es Neues zu erkunden und nie sind zwei Bossrennen zu weit auseinander, sodass man die Lust verliert. Die Einführung von Drag-Rennen macht das Spiel auch nochmal besser. Diese kurzen Banger lassen das Rennen im Rennspiel nochmal richtig rauskommen und erinnern mich auch wieder an die alten anderen Zeiten. Das alles gipfelt in der ersten Hälfte meines Playthroughs mit dem Baron, den ich erst in zwei Rennen absolut bloßstelle, um dann den 66% Gamble zu gewinnen und sein Auto zu kassieren. Zwar habe ich das Teil zum ästhetisch wirklich debattierbaren Zitronengegenstück meiner Supra umlackiert, aber mit dem erreichte die Geschwindigkeit des Games ein Level, in dem sich jedes Rennen wie ein Rausch anfühlt, in dem man durch die Straßen nur so glitt. I mean, welches Spiel schafft es, auch heute so ein Gefühl von Geschwindigkeit zu vermitteln? Vergleicht mal bitte diese beiden Clips, die beide eine Fahrt bei etwas über 200 km/h zeigen. Most Wanted gibt einem einfach das Gefühl, den Wind auf den Backen zu spüren, obwohl selbst wenn ich im Spiel wäre, ja eine Windschutzscheibe im Gesicht hätte. Generell fühlte sich mit dem Porsche jedes Rennen absolut insane an, obwohl ich anfangs jedes absolut konkurrenzlos gewann. Das Handling und die Beschleunigung passten einfach perfekt zusammen. Alles kam in diesem Teil des Spiels irgendwie zusammen und schaffte es, eine Gameplay-Sinfonie zu schaffen, die mich wirklich massivst an alte Need for Speed-Zeiten erinnerte und so schnell nicht losließ. Frage war aber natürlich, hält sich das Tempo? Moderne Spiele machen ja gerne mal den Fehler, das erste Drittel des Games zu überfüllen mit Content und dann zu vergessen, den Rest gut anzupassen. Das tat Most Wanted, aber wirklich gar nicht. Das Midgame wurde anfangs aber nicht, wie ich erwartet hatte, durch schwere Rennen oder Blacklister schwieriger, sondern durch das bisher etwas zu einfach erscheinende Element der Polizeichases. Ja, bisher dauerten diese länger und wurden intensiver, aber geschnappt werden war doch nicht wirklich ein Risiko. Irgendwann schaltete ich aber das dritte und vierte Heatlevel frei und Junge, machten die nicht nur Hitze im Game, sondern auch in meinem Arschloch. Irgendwann wurde bei mir der Mustang, den ich von der Blacklist drin Nummer 8 Jules joinkte, zum dedizierten Verfolgungsjagdwagen und wie der verfolgt wurde. Mit jedem Heatlevel packte der Staat neue Taktiken aus. Ab Stufe 3 zogen die klassischen Crown Victorias ab und schnellere, aggressivere Polizeiautos tauchten auf. Teilweise in Massen und in Kombination mit Straßensperren kam es doch öfter als mir lieb war zu Situationen, wo ich in die Enge getrieben und teilweise sogar geschnappt wurde, wodurch das Auto erstmal einkassiert wird und erst bei der Zahlung meines Bounties wieder freigegeben wird. So ist das Game aber auch designt. Jedes Auto kann maximal dreimal geschnappt werden, dann ist es weg. Die Polizei soll dich schnappen in Most Wanted. Und das macht sie so viel spannender. Es ist nicht nur ein Hindernis, das das übliche Gameplay schwerer macht. Dazu tragen by the way auch maßgeblich die beiden rädergebundenen Albträume bei, die später die Verfolgung joinen. Stellt euch vor, ihr habt gerade alle abgehängt, 20 Polizeiautos zerstört, seid schön am Fliehen vor den letzten Cops und aus dem Nichts kommen euch hinter der nächsten Kurve zwei SUVs Full Speed entgegen, deren einzige Aufgabe es ist, euch frontal die A- und B-Säule wegzupenetrieren. Diese zwei Effektivitätshubungen von einem Auto haben mir in jeder Verfolgungsjagd so irrational viel Angst gemacht, es ist nicht normal. Vor allem ist es nicht mehr die Tatsache, dass sie auf dich zukommen, es ist die Tatsache, dass sie nicht auf dich zukommen. Es ist ein größeres Problem, sie nicht zu sehen, weil man permanent in Angst lebt, dass sie in der nächsten Sekunde auftauchen. Irgendwann spawnen sie einfach in die entgegenkommende Richtung und Gott steh dir bei, dass die Straße, auf der sie dich treffen, breit genug ist, sonst gibt's kein Entkommen. Absolut brachiale Polizeigewalt, genauso wie man sie wahrscheinlich auch wirklich einsetzen würde, wenn in der echten Welt jemand so geisteskrank umherfahren würde, wie jeder Spieler in Most Wanted. Auf Stufe 4 kommen dann noch Helikopter dazu, die sich allerdings durch die kleinste Parkgarage outplayen lassen und Nagelbänder. Diese werden in Straßensperren neben großen SUVs platziert und wenn man davon eins mitnimmt, ist es auf jeden Fall vorbei. Mit kaputten Reifen geht gar nichts mehr und das fand ich auch irgendwie gut. Wenn ich auf meinen Felgen entkommen wäre, hätte sich das auch irgendwie schon falsch angefühlt. Diese Straßensperren und KI-Gegner zu outplayen nahmen aber auch an Schwierigkeit zu, weil die Gebiete der Karte, die man nach und nach freischaltete, ebenfalls neue Herausforderungen hinzufügten. Gerade im letzten Teil werden Kurven enger, Möglichkeiten hängen zu bleiben größer, das Verkehrsaufkommen höher. Alles, was mich am Anfang etwas irritierte aus moderner Sicht auf ein altes Spiel, erledigte sich selbst im späteren Spielverlauf, beinahe als wenn meine eigenen Standards auf Spielen dieser Ära basierten. Wie kann das bloß sein? In diesem Kontext ist mir auch eingefallen, dass Spiele von damals keinen Schwierigkeitsgrad hatten. Und natürlich wird ein Spiel dann eher darum gebalanced, dass das Early Game leichter ist und später ein schwerer wird, anstatt eine durchgehende Schwierigkeit einzustellen, die der Spieler selbst bestimmt. Während ich mich also immer noch mit meinem Porsche, der inzwischen aber ein Rebranding in Saints Row Richtung bekam, durch die Rennen prügelte und mehr Geld gewann, schaute ich immer wieder mal in die Liste mit Fahrzeugen, die ich noch freischalten werde. Und die Tatsache, dass ich am liebsten fast alle hätte haben wollen, aber mir nicht mal eines mit vollem Tuning leisten konnte, machte das Spiel immer noch auf eine einschränkende Art und Weise unfassbar spielenswert. Das nächste Auto zu bekommen war einfach keine leicht zu machende Sache. Jedes Rennen, jeder Meter, jede Sekunde fühlte sich entscheidend an. Etwas, was ich schon lange nicht mehr so kannte. Was mir ja kurz auch ein Rätsel war, war, dass ich mich irgendwie nach Beendigung mehrerer Rennen krass fühlte. Ich hatte das Gefühl, gut gefahren zu sein, mal knapper, mal eindeutiger die Gegner zurückgelassen zu haben. Klar, nicht selten startete ich auch mal ein Rennen neu, weil das eine zivile Fahrzeug mich natürlich kurz vor der Ziellinie mitnehmen musste. Aber alles in allem fühlte ich mich einfach wie ein krasser Streetracer, der Erfolg hat. Und als ich mich fragte, warum ich das Gefühl im modernen Rennspiel irgendwie nicht hatte,
Fiel mir recht schnell auf, woran das vermutlich lag. Ich wurde in Most Wanted nicht verglichen. Wenn ich ein Rennen beendete, bekam ich nicht eine Rangliste im globalen Vergleich, wo eh immer jemand besser ist, und auch keinen Vergleich mit meinen Steam-Freunden, wo es immer diesen einen kleinen Hund gibt, der Tuning-Teile recherchiert und Min-Max und Builds auswendig lernt und Ideallinie fährt, bis sogar der Kühlergrill vor lauter Insekten kotzen muss. Diese Listen sind für mich immer eher demotivierend in modernen Casual-Games, denn so sehr ich es mir manchmal auch anders einrede, am Ende sind meine Leistungen in Spielen meistens böser Durchschnitt. Das weiß ich ja aber nicht, wenn ich nicht verglichen werde. Und das fühlt sich irgendwie gut an. Man könnte jetzt natürlich argumentieren, dass das suboptimal wäre für meine eigene Leistungseinschätzung und Steigerung und so. Zu unser aller Glück ist das hier aber mit Pixelautos Sachschaden in Millionenhöhe verursachen und Gesetze brechen Simulator und nicht die PISA-Studie. Von daher bin ich eigentlich ganz glücklich mit meiner Illusion. Diese Illusion trug mich auch sehr euphorisch durch das gesamte Midgame. Stück für Stück kämpfte ich mich durch die Blacklist mit Momenten, die man nicht anders beschreiben kann als einfach nur ein Vibe. Dieser Moment, wenn man mit einem neu getunten Auto zu einem frisch anfangenden Lied aus der Werkstatt rausfährt, wird einfach nicht alt. Generell merkte ich irgendwann, dass diese Immersion, die ich fühlte, absolut gar nichts mit der Grafik oder dem Realitätsgrad zu tun hatte, sondern eher damit, wie sehr ich die Momente fühlte. Wenn mich etwas zum Grinsen brachte, dann war ich im Kopf voll und ganz in dem involviert, was gerade auf dem Bildschirm geschah. Und wenn das nicht die Definition von Immersion ist, weiß ich auch nicht. Wo mir besonders der Mund offen stand, war übrigens der Moment, als man arguably so ein bisschen in das Endgame von Most Wanted übergeleitet wurde. Während der ganzen Rennen bekommt man dauernd Nachrichten und Voicemails von Freunden wie unserer Mia, die seit Anfang an will, dass wir unser Auto wiederbekommen, Rog, auch wenn wir nicht wirklich wissen, wer das ist, aber auch von Feinden, allem voran Razor, der uns unseren BMW weggenommen hat und cool und unnahbar scheinen will, sowie Cross, der Polizist, der uns von Anfang an auf dem Radar hatte. Hier wird schon mehr und mehr deutlich, dass irgendjemand uns zu verraten scheint, weswegen die Polizei uns manchmal einen Schritt voraus ist und uns droht. Gleichzeitig wird Razor aber auch zunehmend nervös und in den Top 5 sind wohl drei seiner direkten Kumpels, die es jetzt gilt zu schlagen. Und das beginnt mit Ming und seinem ikonischen Lamborghini Gallardo. Das Teil ist eines der ersten Hypercars im Game, auf das man trifft, und so fährt es auch. Das zweite Rennen gegen ihn musste ich mehrfach neu starten, denn wenn man in diesem Typ Rennen, wo alle Fahrer durch Blitzer fahren und die Geschwindigkeiten aller Blitzer am Ende addiert werden, nicht von Anfang an vorne bleibt, hat man gegen Computergegner fast nie eine Chance. Ich dachte auch nie, dass ich mal ein Rennspiel auf Sound spielen würde, in dem ich auf den Kopfhörern raushörte, von welcher Seite der Gegner versuchte zu überholen und so ihm den Weg abschnitt. Das machte ich aber auch hauptsächlich, weil ich zu diesem Zeitpunkt den Knopf zum nach hinten schauen noch nicht gefunden hatte. Ich weiß, reden wir drüber. Wie der professionelle CSGO-Skin-Gambler, der ich bin, habe ich bei dem unausweichlichen Sieg gegen ihn, aber natürlich auch sein Fahrzeug gegambelt und das 66% Lotto gewonnen. Und als ich dann das erste Mal in diesem Auto saß, holy shit, war es wieder etwas ganz anderes. Auf dem Papier war er nicht so viel schneller als meine zwei vorherigen Autos, der Mercedes CLK und der Cayman S, aber irgendwas war nochmal anders. Vielleicht war es auch nur das komplett andere Motorengeräusch, aber als ich zur Garage fuhr, um das Ding etwas aufzuhübschen, merkte ich, dass das erste so freigeschaltete Auto war, das Tuningteile verbaut hatte, die ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht freigeschaltet hatte. Das kombinierte ich mit ein paar anderen Teilen, die fehlten, und zack, war das Teil fast komplett ausgemaxt. Da ich also keinen großen Grund mehr sah, in naher Zukunft zu wechseln, ging ich mit diesem Auto dann das erste Mal wirklich auch jede Tuning-Methode einzeln durch. Klassisches Gallardo-Orange darf nicht fehlen und Decals an den Seiten bis zum Gehtnichtmehr. Ich fühlte mich mehr als gewappnet für die letzten 5 Blacklister und stürzte mich mit meinem deutsch-italienischen Monster in die letzten Meter. Und direkt im ersten Rennen ziehen mich ein Subaru Impreza und ein Fiat Punto so hart ab, dass ich mein Auto auch gleich wieder hätte verkaufen gehen können. Aber deren Freude hielt nicht lange, bei der ersten Kurve hatte ich sie schon wieder eingeholt, denn heilige Scheiße war die orange-schwarze Schleuder-OP. Der Lamborghini gewann mir Rennen nach Rennen und dabei war die Geschwindigkeit wirklich nur ein Element. Ja, die Beschleunigung war definitiv höher als alles andere, was ich bisher in diesem Spiel gesehen hatte, aber da passt das Game die Gegner auch immer ganz gut an. Aber das Handling hatte einfach weniger mit der Realität zu tun als die aktuelle Just-Chatting-Seite auf Twitch. Mit 250 Full-Speed in eine Kurve zu gehen, um weder Grip noch Geschwindigkeit zu verlieren, war ab sofort nämlich kein Traum mehr, sondern Alltag. Und von daher waren alle Rennen, die enge Kurven oder kurze Beschleunigungsstrecken beinhalteten, absolut chancenfrei für alle anderen Autos. Das fühlte sich zwar ein bisschen wie Cheaten an, vor allem weil ich das Auto bekommen und nicht gekauft hatte, aber es war auch gut, sodass ich jedes Rennen mit passender Musik, die inzwischen täglich in meinem Kopf umherhalte, nach und nach mehr in mein früheres Rennspielherz bohrte. Irgendwann kam ich mit der brachialen Gewalt des Lamborghinis auch bei der Blacklist Nummer 4 an. Und der, nicht nur hatte dieser das erste Auto, das ich heute auch noch als gerade so zeitgemäß getuned bezeichnet würde, sondern sein Intro und der Rennstart gegen ihn haben unfassbar Lust gemacht auf die drei Rennen, die ich gewinnen musste. Thank you.
wie man gegenüber voneinander steht. Und in die erste Kurve driftete, hatte einfach einen anderen Vibe. Auch der hatte am Ende aber nicht viel zu melden. Seine Viper wurde in den ersten zwei Rennen komplett bestraft. Das dritte Rennen war zwar ein Drag-Rennen, das mir ehrlich gesagt etwas Zeit und Restarts abverlangt hat, aber das ist auch das Schönste an Drag-Races. Man startet es wieder und wieder neu und da der Verkehr sich nicht verändert, lernt man die Patterns und einen optimalen Weg auswendig, den man so lange optimieren muss, bis es reicht, um zu gewinnen. Das kitzelt sämtliche Nerven bei mir, könnte nicht besser sein. Insgesamt spitzt sich das Game zu diesem Zeitpunkt einfach krass zu. Heat wird immer schwieriger loszuwerden, die fünfte Stufe kommt hinzu, indem ein Geschwader aus Corvettes auf einen losgelassen wird. Und ich glaube, ich habe noch nie in einem Videospiel so viele Probleme gehabt wie gegen diese Horde von PS-Monstern. Mehrfach joinkt es mich da in den Abschleppwagen, denn wenn 8 Corvettes dich nach einem kleinsten Fehler beim Durchbrechen einer Straßensperre komplett zuparken, um es nett zu formulieren, gab es absolut keinen Ausweg mehr. Während der Verfolgungsjagden war ich dazu gezwungen, die Karte zu öffnen und meine Fluchtwege zu planen, an Pursuit Breakern vorbei, weil ich sonst einfach keine Chance hatte. Die Challenges, die es zu erfüllen galt, zu schaffen oder manchmal sogar zu entkommen, war sonst unmöglich. Es war notwendig, auf den Polizeifunk zu hören, um sich vorzubereiten, wenn wieder mal die beiden Hammerbrüder kommen, die als Rhinos angekündigt werden, oder auf welcher Seite das Nagelband liegt. Das machte die Verfolgungsjagden zu diesem Zeitpunkt so unfassbar spannend und schwierig, dass ich nicht mal sagen kann, ob irgendeine Spielmechanik mich auf eine casual Art und Weise schon einmal so herausgefordert hat. Absolutes Highlight im Spielverlauf bisher. Corvettes begeistern auch im negativen Sinne übrigens, denn auch ich schalte da eine frei und habe mit dieser im ersten Rennen die wohl enttäuschendste Erfahrung des gesamten Games durchmachen müssen. Nicht nur fuhr diese sich für die Klasse, zu der sie im Game gehörte, unterirdisch, sondern sie machte mich auch direkt auf der Straße alles andere als glücklich, sodass das sonst so ikonische amerikanische Sportding direkt verkauft wurde. Das Auto wechseln musste ich aber trotzdem, denn wenn ich jetzt Rennen mit meinem Lamborghini gefahren wäre, hätte ein kurzer Polizeieinsatz gereicht und nach einem einfachen Sprint habe ich plötzlich 20 Schwerverbrecherkiller in meinem Arsch, die keine Rücksicht auf gar nichts nehmen. Und wenn ich Pech habe, mein Auto einmal zu oft erwischen und dann wäre es weg. Für immer. Was mich dazu gezwungen hat, taktischer vorzugehen. Geniales Spieldesign, honestly. Nachdem ich mich irgendwann aber oft genug gegen alles, was mir in den Weg gestellt wurde, durchsetzte, ging es mit dem Kampf gegen Blacklister Nummer 3 ganz offiziell ins Endgame. Denn wenn man Ronnie und seinen Aston Martin schlägt, bekommt man Zugriff auf alles, was es in Most Wanted freizuschalten gibt. Alle Autos, alle Performance-Teile, alle optischen Tuning-Möglichkeiten, alles. Da ich seit dem Galardo basically kein Geld mehr ausgab und auf mehr als 500.000 Dollar, sind es Dollar? Keine Ahnung, auf 500.000 Geld saß, hatte dieser Gegner nochmal extra Bedeutung, denn danach würde es Zeit sein zu shoppen. Hauptsächlich fanden die Rennen gegen Ronnie in einem Güterbahnhofgebiet statt und selbst nach so langer Zeit schaffte das Spiel es mir, hier Ecken zu zeigen, die ich vorher noch nie gesehen hatte. Besonders das letzte Rennen machte den Aston Martin dann noch zur Herausforderung für mich, denn gleich zweimal in Folge traf ich meinen Erzfeind die dekorierte Kante hintereinander beim Herausfahren aus einer der letzten Kurven perfekt. Ich bin mir relativ sicher, dass diese überstehenden Polygone ein Versehen sind, aber genau hier erwischten sie mich, als wären sie genau dafür gemacht. Im dritten Anlauf holte mich dann aber das Glück ein und irgendwie raffte der Computergegner es beim Start, irgendwo hängen zu bleiben, was zu einem Vorsprung führte, der reichte, um das Rennen zu gewinnen und endlich freie Auswahl zu haben. Und natürlich entschied ich mich für das krasseste Auto, das zur Verfügung stand, den Porsche Carrera. Mit dem ging es direkt zum Tuning-Treff auf dem Rewe-Parkplatz und jedes kleine Detail wurde ausgebessert, um nach und nach eine Stilikone Level Miss Fortunes Hüften aus dem Rohbau zu machen. Und wenn man sich so lange auf ein Auto und das Modifizieren gefreut hat, hittet der Moment, in dem man danach aus der Garage fährt, wieder nochmal doppelt. Der Formel-1-artige Sound von dem Motor, der insane Highspeed, alles passte an dem Auto einfach und es war Zeit, noch die letzten beiden Gegner auf der Liste abzuarbeiten. Parallel bekam ich immer mal wieder Nachrichten, die klar machten, dass irgendjemand in meinem Umfeld mit der Polizei zusammenarbeitet. Währenddessen sagt Mia dauernd, dass sie sich um alles kümmert und ich mir keine Sorgen machen soll. Komisch. Als Konsequenz dafür bekomme ich von Razer einmal sogar ein Heat Level 5 geschenkt, was ich dankend annehme, denn so konnte ich auch Cross einmal in einer Verfolgung ausschalten. Aber das Einzige, was ich wirklich zu meckern hatte an dieser Stelle des Spiels, war, dass es absolut nervtötend war, ein Heat Level neu aufzubauen. Die Bounties, die man erfahren musste, um weiter gegen neue Blacklister zu spielen, waren inzwischen in Millionenhöhe. Bei Heat Level 1 kommen aber immer noch Crown Victorias, die 250 Bounty pro Takeout bringen und sich in den Heat-Leveln hochzuarbeiten erfordert langsames, Sisyphus-relatierbar machendes Umherfahren, um den Sichtkontakt nicht abzubrechen, denn dann kommt die Verstärkung nicht, als auch krampfhaftes Versuchen nicht zu entkommen, denn selbst Heat Level 2 und 3 sind mit Endgame-Karren absolut keine Herausforderung mehr und so wartet man gefühlt einfach nur Stunden, dass der Heat-Balken im Golf-GTI-Tempo ansteigt. Und wenn man dann mal auf Heat Level 5 kommt, aber geschnappt wird und seine Schulden bezahlt, anstatt einen Marker zu verwenden, den man
man aus denselben Dingern bekommt, wie auch die Autos der Blacklist, nachdem man sie schlägt, dann setzt sich das Heat-Level auch zurück. Besonders zufriedenstellende Tatsache, wenn man nur gefasst wurde, weil man in der Cutscene des runterrollenden Donuts ohne Kontrolle über das Auto in ein Nagelband geschickt wurde. Das fuckte mich schon ab am Ende. I mean, immer wenn ich einen Challenge geschafft hatte, speicherte ich sofort das Game. Und du weißt, dass etwas schwer war, wenn du danach manuell speicherst. Nichtsdestotrotz kämpfte ich mich aber natürlich weiter durch die Rennen und Polizeiautos, als wenn es kein Morgen gäbe. Und nach und nach kam ich der Nummer 2 näher. 10 Anläufe, die Polizeimilestones zu schaffen später, stand ich dann auch endlich vor ihm und seinem Mercedes. Und im letzten Rennen vor Railsa ging es um alles. Naja, um ehrlich zu sein, waren die Rennen, um hier hinzukommen, allerdings deutlich schwerer als der Blacklister selbst, denn der Carrera ist dann doch etwas zu fix gewesen für ihn. Trotzdem ein guter Gegner. Und so ging es ins Finale. Razer wollte endlich das 1v1 und wir unseren BMW zurück. Mia wünscht uns nochmal viel Glück und ab ging es in die Qualifikationsrennen. Auf diesen Moment arbeitet das ganze Game die gesamte Zeit lang hin. Und um ehrlich zu sein, verlor ich nicht einmal wirklich das Interesse. Die Blacklister hielten mich in gesunden Abständen involviert, die Menge an freischaltbaren Dingen und Gebietserkundungen wurde nicht langweilig und das ohne 300 Autos ins Spiel zu quetschen. Die Rennen fühlten sich immer schneller, besser, größer an und genauso fühlte auch ich mich, als wenn ich wirklich immer gefährlicher und langsam aber sicher der meistgesuchte Verbrecher der Stadt werden würde. Noch war auf diesem Ranking aber jemand vor uns und der nahm unsere Herausforderung einige Rennen später endlich an. Die Rennen gegen Razer brachten alles, was man sich nochmal wünschte. 5 Siege musste ich insgesamt holen und bei dem ersten Rennen, wo es um Blitzerfotos geht, war es inzwischen absolut kein Problem mehr zu gewinnen. Das Drag-Rennen wird zu einem Problem, denn wie immer muss man erstmal die Traffic-Patterns lernen oder halt Glück haben, aber bei mir war es dann doch eher ersteres. Dann ein Sprint und ich weiß nicht, ob der Computer bei ihm hier einfach fix einen Kurzschluss hatte, aber beim ungewöhnlich aggressiven Versuch, mich von der Straße abzudrängen, bleibt mein schöner BMW in der Mittelspurtrennung hängen und schläft erstmal eine Runde, bevor das Rennen wieder joint. Das Auto ist aber mehr als schnell genug, um wieder ranzukommen und es wird nochmal knapp. Gerade in Kurven hätte ich immer wieder die Ränder an und verschwende wertvolle Sekunden. Die Überholversuche schaffe ich trotzdem irgendwie zu blocken und als er dann noch zweimal an Zivilisten hängen bleibt, hat er keine Chance mehr. Beim sich anschließenden Rundkurs wurde es dann aber spannend. Auch weil ich mehrfach Probleme hatte, mit Racer mitzuhalten. Vor allem aber, weil ich keine Augen habe. Die fairen Rad-an-Rad-Duelle werden ab der zweiten Runde nämlich einfach von einer Abkürzung, die ich nicht gesehen habe, ausgehebelt. Und ich muss irgendwie in den letzten 500 Metern noch wieder aufholen, um nicht zu verlieren. Zu meinem großen Vorteil ist aber der letzte Abschnitt eine langgezogene Kurve. Und wenn der Porsche in einem unschlagbar ist, dann bei Topspeed 370. Und mit dem und etwas geschicktem Ausweichen von Laternen und entgegenkommenden Autos reicht es knapp für den Win. An dieser Stelle bin ich in einem Tunnel, wie ich es ewig nicht mehr war in einem Game. Letztes Rennen. Ein weiterer Banger spielt an der Startlinie und Razer zieht weg. Jede Kurve nimmt er besser als ich, überall ist er schneller. Auch auf der ersten Autobahngeraden komme ich nicht ran und nehme zur Feier meines Rückstands nochmal eine Großfamilie mit. Zurück in der Stadt und mehr Fehler kommen dazu. Kurven helfen mir etwas, aber reichen nicht für den ersten Platz. Doch das Spiel hat die Rechnung ohne Abkürzungsmeister Mango gemacht. Durch dieses Gefängnis oder Krankenhaus oder whatever zu springen, hat mich in den Rennen voran nämlich locker 10-mal sämtliche Platzierung gekostet, da man super leicht aus dem Gleichgewicht kommt. Doch inzwischen hatte ich sie so perfektioniert, dass sie alles war, was ich brauchte, um einen Riesenvorsprung zu bekommen. Kurz vor Schluss kommt Razer nochmal ran, aber nicht nah genug. Letzte Kurve und die letzten 20 Spielstunden finden in der Rückeroberung meines Autos ein Ende. Aber nicht ohne den unvorhersehbarsten, größten, geschichtsträchtigsten Plot-Twist, den es jemals in einem Videospiel gegeben hat. And if you want these, you're gonna have to take them. It's over, Razer. It ain't over until I say it's over. Na, wer hätte es gedacht? Mia ist eigentlich bei der Polizei, aber uns mag sie anscheinend irgendwie und lässt uns deswegen entkommen. Zum Schluss bekommt man in einem Kriegsfeld von der Verfolgung nochmal alles an Polizei in den Kopf geworfen, was es gibt. Heat Stufe 6, Cross, Undercover Corvettes, Ramm der SUVs, überall Straßensperren und wie ich ganz schön bemerkte auch, kein Entkommen in Sicht. Selbst wenn alle Einheiten außer Sichtweite waren, will der Balken zum Entkommen sich irgendwie nicht füllen. Und nachdem ich so mehrere Minuten vor allem versuchte zu entkommen und eins und eins zusammenzuzählen, ruft plötzlich Mia an. Mia, look, don't hang up. You can't go back to any of the safe houses. Cross knows about them. Head over to the old bridge. The location is on your map. Your car is fast enough to make the jump. It's the only way.
later. Eine Brücke also. Auf der Karte ist mir schon mal aufgefallen, dass es ein offenes Ende an einer Straße gab, hab mir aber nichts dabei gedacht. Irgendwie muss ich also meinen Weg dahin finden, ohne zwischendurch von 200 Korvetts gepittet zu werden. Ziemlich viele Umwege und Ausweichmanöver später kommt man dann an dieser Kreuzung an und es gilt, nur noch Gas zu geben, bis die besagte Brücke am Horizont erscheint und in einem letzten Sprung... Und das war Need for Speed Most Wanted. Ich bin ehrlich, ich habe vieles erwartet, aber nicht, dass ich so an der Angel gehalten werde. Ich war mir sicher, dass das Spiel sich in meinen Aufmerksamkeitsdefiziten verlieren wird und ich mich zwingen muss, es zu Ende zu spielen, doch so war das überhaupt nicht. Ich würde immer noch sagen, dass ich den Vibe der Underground-Teile bevorzuge, aber das spricht wahrscheinlich auch immer noch die Nostalgie aus mir. Eine Nostalgie, die ich wirklich irgendwie nochmal erleben durfte und wiederfand, denn ich kann definitiv verstehen, warum dieser Teil bei so vielen von euch so sehr als das Need for Speed hängen geblieben ist. Alles, von den Rennen, zu dem Szenario, zu der Begeisterung am Spiel, stimmt einfach. Und ich bin ehrlich irgendwie dankbar dafür, dass ich anscheinend vergessen hatte, dieses Spiel zu spielen, als ich jünger war. Waren die guten Erinnerungen an diese alten Spiele also Illusionen, gefüttert durch Realitätsverzerrung, Nostalgie und Erinnerung an leichtere Tage? Will ich nicht ausschließen. Denn ich fühlte mich wie zurückversetzt während des Spielens. Aber Need for Speed Most Wanted besteht in meinen Augen definitiv den Test der Zeit und lässt sich auch heute, ohne sich an etwas zu erinnern, wie ein hochmodernes Rennspiel spielen, das, wo es an Grafik mangelt, mit Gameplay punktet. Und das sollte doch eigentlich noch öfter so sein. Vielleicht hat euch dieses Video ja auch diesen kleinen Nostalgiekick und die Möglichkeit gegeben, mal kurz alles zu vergessen und mit einem Grinsen im Gesicht in alten Zeiten zu schwelgen. Wenn euch die letzte, keine Ahnung, ich rate mal 40 Minuten gefallen haben, habe ich auf jeden Fall mein Ziel erreicht. Lasst mich wissen, was ihr von solchen Videos haltet und lasst doch einfach alles da, worauf ihr Lust habt. Ich freue mich. Und viel Spaß beim Need for Speed spielen. Ich weiß genau, dass ihr alle Lust habt hiernach. Tschüss.